So, guten Abend. Wir grüßen Abend. Euch mit Sabine. Jeet. Und live dazugeschaltet aus München mit Andreas und Magdalena. Hallo, guten Abend. Hallo, schönen guten Abend. Okay, wir freuen uns, dass ihr auch einen Online-Kongress organisiert. Und das Thema ist spannend für mich. Denn wir haben oft viele Gedanken, die wir nicht umsetzen. Wir haben viel Schöpferkraft. Und für mich, meine 20-jährige Erfahrung, ist, dass das Einsetzen der Schöpferkraft, des Macher, ist das Heilungsprinzip. Ne? Und ist das, was uns dann zurückkommen lässt oder Energie versorgt, ein bisschen für mich wie das göttliche Prinzip. Deswegen freue ich mich, dass ihr diese Initiative genommen habt mit diesem Thema und mit diesem Titel einfach ins Tun oder ins Machen kommen, wie man in München einfach auch sagt. Und freue ich mich eben, dass es euch gibt. Und wir sind am Machen jetzt, indem wir uns freuen und vielleicht eben einfach interviewen und fragen, eben, wie kommt ihr darauf, wie seid ihr darauf gekommen? Wer bist du und wer bist du? Welche sind die Referenten? Und dass wir einfach spüren, welche Energie hinter eure Aktivitäten ist. Ne? Wenn ja, erstmal herzlichen Dank für die schöne Einleitung. Dann lege ich mal ganz kurz los und mache mal den Anfang hier. Ja, erstmal herzliche Grüße an alle Zuschauer und Zuschauerinnen. Also wirklich ganz schön, dass wir uns heute ein bisschen vorstellen dürfen und das Projekt. Ja, wir sind eben die beiden Macher aus München und der Online-Kongress Macher 2016 ist wirklich unser erstes Projekt, unser gemeinsames, unser Start ins Online-Business. Und das hat jetzt einen ganz schönen Turbo auch hingelegt. Wir haben nämlich das Ganze vor einem halben Jahr erst gestartet. Und wir sind darauf gekommen, auf das Format Online-Kongresse, weil wir selbst eben auch inspiriert wurden von einem bestimmten Online-Kongress besonders, der genau heute nämlich läuft, vom Adrian Kubitsch, der Selbstbewusstsein-Kongress. Es gab damals noch einen anderen Kongress, der uns auch sehr stark inspiriert hat. Das war der Finde deine Vision-Kongress. Genau, das erstmal. Ich lasse mal den Andi kurz weiter vorstellen. Ich hoffe, noch später erzählen wir, welche Referenten wir noch haben bei uns. Genau. Ja, ich bin der Andreas, der Ehemann von der Magdalena. Und wir haben uns da eben unseren persönlichen Herzenswunsch erfüllt, dass wir eben zusammen arbeiten können, was wir schon kurz die Idee entwickelt hatten, nachdem wir uns kennengelernt haben, dass wir gemeinsam arbeiten wollen. Ich bin Informatiker, ITler vom Beruf gelernter, die Magdalena Veranstaltungskauffrau. Mhm. Und von daher hat es eben so perfekt gepasst, einen Online-Kongress zu veranstalten mit dem Thema Mach den Anfang, weil wir uns eben auch über die Jahre hinweg schwer getan haben, den Anfang zu machen. Mhm. Wie können wir zusammenarbeiten? Und dann sind wir aufs Thema gekommen, dass wir viele Online-Kongresse ja angeschaut haben. Und da gemerkt haben, dass wir durch die Online-Kongresse ins Handeln gekommen sind. Wir haben dann einige Punkte umgesetzt und wollten eben auch von den Veranstaltern der Online-Kongresse erfahren, wie sind die ins Handeln gekommen und welche Tipps können sie denn dort auch den Zuschauern weitergeben. Und haben uns dann mehr und mehr mit dem Thema beschäftigt, haben viele Bücher gelesen, viele Informationen aufgesogen und dann auch ein Konzept entwickelt, wie das Ganze denn entsteht, und uns interessiert einfach das Ganze dahinter. Es gibt so viel Wissen heutzutage, alles ist eigentlich im Internet verfügbar, aber das Wichtige ist eigentlich wirklich das Anwenden des Wissens, ja, und das aktive Handeln. Ja, absolut. Genau, das heißt, das ist dann, so wie ich das verstehe, eure Intention, dass es, dass die Menschen einfach über ganz viel Wissen und Weisheit verfügen, aber die Brücke sozusagen bekommen, sodass sie die ersten kleinen Schritte, ne? Und manchmal ist die Vision sehr groß und dann sieht es unüberwindbar aus oder man verschiebt es. Also das heißt, könnte man das sich so, also so stelle ich es mir gerade vor, dass die Konferenz oder der Kongress dafür gedacht ist, wie bekomme ich für mich, ich kann für mich Inspiration holen, tatsächlich beginnen, also zu beginnen, den ersten Schritt. Und ich denke, das sieht bei jedem auch anders aus.
Genau. Ja, genau, das ist auch wirklich so der Punkt bei uns auch gewesen. Wir haben auch gemerkt, dass wir so richtig ins Starten gekommen sind, als diese Entscheidung gefallen war, dass wir es einfach machen. Wir machen das jetzt und die Ergänzung von uns ist eben so ideal und da kommen so viele Fähigkeiten zusammen und wir machen das einfach, so diese Entscheidung, die dahinter steht. Und der erste Schritt ist wirklich der schwierigste und der härteste, aber dann, wenn es auch das Herzensprojekt ist, dann fließt das alles und das kommt eins zum anderen. Und vor allem, es war eben auch genau der Fall, was du gesagt hast, mit der Vision. Also wir hatten die Vision, eben ortsunabhängig, zeitunabhängig zu arbeiten und eigentlich so als Wert Freiheit. Und dann daneben stand eben auch das gemeinsame Arbeiten. Und da haben wir uns eben Gedanken gemacht, wie kommt man eben mit unterschiedlichen Informationen, die man bekommt. Man bekommt eine entsprechende Inspiration, man wird motiviert. Man erhält unterschiedliche Informationen über die Kommunikation. Dann ist ein Thema, wenn ich dann ins Handeln komme, ist die Konzentration ganz wichtig, die Produktivität, Disziplin, dran zu bleiben. Und dadurch bekomme ich so viele Informationen, dass ich irgendwann bei mir sage, ah, da ist jetzt eine Veränderung da. Ich mache den nächsten Schritt, damit ich wirklich meinem Ziel näher komme. Und das kann sich dann eben in unterschiedlichen Lebensbereichen durchziehen. Und deswegen haben wir auch bei unserem Online-Kongress viele unterschiedliche Veranstalter aus unterschiedlichen Lebensbereichen gehabt, also aus Gesundheit, Ernährung, Körper, Geist, Seele, Spiritualität, Finanzen, Berufung, weil da jeder in unterschiedlichen Bereichen eben vielleicht den ersten Weiterentwicklungsschritt machen kann und dann eben gegebenenfalls halt seinen weiteren wirklich Visionen, Wert weiterkommt. Hier haben wir echt versucht, das auch so ganzheitlich zu betrachten, eben, also Körper, Geist und Seele, dass es eben, um ein zufriedenes Leben zu führen, einfach das alles im guten Verhältnis stehen muss, damit es einem gut geht. Und deswegen war eben so für uns der Impuls, wir möchten die Referenten aus diesen Bereichen eben glücklich und gesund hauptsächlich eben dabei haben und da wertvolle Informationen eben, die direkt zur Umsetzung führen. Und mich würde interessieren, wie ihr denn die Referenten, Referentinnen, wie ihr zu ihnen gekommen seid. Hattet ihr da schon bestimmte Wünsche und habt ihr bestimmte Leute, die euch gut inspirieren oder haben auch welche euch gefunden? Wie ist das, wie war es damit? Ja, also generell war es so, dass wir ja schon die Zielgruppe der Referenten stark eingeschränkt haben. Dadurch, dass wir gesagt haben, Online-Kongressmacher 2016, also alle Online-Kongressveranstalter aus dem Jahr 2016. Und da haben wir uns dann eben einige rausgesucht, die wir auf alle Fälle gerne selber dabei haben und die interessant sind von den Themen. Und haben dann eine Präsentation erarbeitet. Sonst machen es viele so, dass sie auch erstmal eine Website erstellen, wo die Leute dann zu sehen sind, wer schon zugesagt hat. Und dann haben wir eben einfach unsere Idee, eine Präsentation geschrieben und das den Leuten mitgeschickt, die wir dabei haben wollten. Und dann haben eigentlich auch ziemlich viele zugesagt, weil wir natürlich auch den Vorteil hatten, dass alle, die wir angeschrieben haben, diese Online-Kongress-Thematik schon kennen, weil wenn man mit vielen Leuten spricht, den sagt ein Online-Kongress nichts. Das können wir vielleicht später dann auch nochmal genauer definieren. Da haben wir den Vorteil, dass wir natürlich mit Leuten als Experten gesprochen haben, die alle schon selber einen Online-Kongress durchgeführt haben. Ja, ganz ehrlich, wir hatten anfangs so viele Zusagen. Also wir haben, glaube ich, angefangen, wir haben, glaube ich, 30 angeschrieben und uns war klar, wir können halt nicht 50 nehmen. Also deswegen ist die Auswahl so geworden, sonst hätten wir wirklich noch gerne mehr dabei gehabt. Wir waren dann noch so überwältigt, dass wir gleich von allen eine Zusage bekommen hatten. Dann haben wir gedacht, das soll so sein, das ist alles stimmig, das passt zusammen und es ist genau jetzt an der Zeit, dass es eben, dass die dabei sind. Sehr gut. Also habe ich richtig verstanden, das sind alles Menschen, die selber schon so einen Online-Kongress ins Leben gerufen haben. So viele sind es tatsächlich schon. Wow, okay. Also insgesamt würde ich sagen, haben 2016 bestimmt 80 einen Online-Kongress gemacht. Vor allem auch jetzt im November, Dezember war nochmal eine ganze Fülle an Online-Kongressen. Es gibt ja auch mittlerweile schon eigene Seiten. Ich würde auch sagen 4, 5, 6 Seiten, die nur darüber informieren, welche Online-Kongresse es gibt. Wow. War mir gar nicht bewusst. Okay, interessant. Okay. Wow. Und ihr seid jetzt sozusagen die dieses Thema jetzt aufgreifen, das es jetzt noch nicht gab und jetzt einfach Menschen, die den ersten Schritt, finde ich toll, also hautnah, die das umgesetzt haben, ne? Einfach nicht nur darüber erzählen, ne? Sondern direkt
Ja, und man kriegt dann auch einen gleichen Bezug dazu. Ah, die haben es ja geschafft, die haben es so und so gemacht, die haben es wiederum anders gemacht. Ja, gute Idee, super. Wir finden halt auch so die Geschichten generell bei Menschen immer interessant. Was steckt dahinter? Was ist so der Antrieb, die Urkraft hinter einem Menschen, warum er etwas macht? Und was uns eben auch ausmacht, ist die Vielfältigkeit. Also wir haben viele Themen, die uns interessieren, beschäftigen und sind vielfältig aufgestellt von Interessen her. Deswegen finden wir es eben so spannend, dass wir ganz, ganz viel Hintergrundinformationen jetzt eben mitbekommen haben. Und das auch den Zuschauern mitgeben können, auch letztendlich. Sonst ist ja auch so, ein Online-Kongress wird gemacht und dann sind die Leute mit dabei und dann, was passiert denn danach? Genau. Was auch die Leute natürlich erzählt haben. Viele haben zum Beispiel auch komplett ihr Beruf und Wohnort und alles aufgegeben, sind irgendwie im Wohnmobil rumgereist oder auch irgendwie mit der Familie nach Costa Rica und so weiter. Und auch die nächsten Projekte, was einfach daraus entsteht. Und da sieht man auch immer sehr schön, wenn man jetzt wirklich halt sich was vornimmt und es durchzieht und so eine große Sache macht. Und dann entwickeln sich daraus weitere Schritte, dass es sich einfach wirklich lohnt, zu handeln und ins Tun zu kommen. Wir hatten natürlich so ein Grundkonzept, was wir da auch an Fragen hatten, so eine Art Leitfragen. Also uns ging es immer darum, was war so die Inspiration, warum sie es gemacht haben, die Motivation, die Konzentration und dann auch die Art und Weise der Kommunikation während ihrer Kongressvorbereitung. Okay. Und da habt ihr euch auch selbst inspirieren lassen und dann auch für euch. Also ihr kommt mir so rüber, als wenn ihr das schon, weiß nicht, jahrelang gar nichts anderes macht. So, unglaublich. Danke. Ja, sehr schön. Wir hatten natürlich den Vorteil, also viele, die ja einen Online-Kongress veranstalten, die gehen ja zu Coaches. Also es gibt Business-Coaches, zum Beispiel auch der Karl Sandens, der wurde ganz oft bei uns erwähnt, der das so ein Stück weit anscheinend auch nach Deutschland gebracht hat. Und wir haben das aber alles komplett selber gemacht. Also wir hatten keinen Coach, hatten aber natürlich den Vorteil, dass wir letztendlich die Online-Kongress-Experten ja interviewt haben und die uns auch schon viele Tipps in den Interviews teilweise mitgegeben haben oder wir die auch mal so über Facebook oder sowas nochmal anschreiben konnten. Wie sieht es denn aus? Könnt ihr uns da helfen? Ansonsten hatten wir noch Unterstützung von befreundeten Grafiker, von Markus, der so eine Designagentur, Guter Punkt, hier in München hat. Und ansonsten haben wir aber eigentlich wirklich komplett alles in eigener Regie gemacht und halt, das ist halt auch so hilfreich, weil man komplett alles halt lernt. Man lernt halt so viel dabei und merkt dann aber, wie das einen voranbringt. Also Videos schneiden, die ganzen Internetseiten zu machen, dann natürlich auf Facebook so Werbung oder auch mit anderen Leuten in Kontakt zu treten, so wie mit euch jetzt zum Beispiel. Genau. Wir spüren natürlich einfach auch so bei uns die optimale Ergänzung. Muss man natürlich auch sagen, es hat natürlich nicht jedes Pärchen, das vielleicht was zusammen macht, egal ob jetzt partnerschaftlich jetzt die zusammenarbeiten oder zwei Personen, die sich finden. Aber bei uns ist es einfach so, dass wir da uns sehr, sehr gut ergänzen und so die Art und Weise der Arbeit einfach auch extrem gut war. Also wir hatten wenig Tiefpunkte, wenn dann lag es jetzt eher daran, dass wir es nebenberuflich gemacht haben und einfach von der Zeit her das recht knapp war oder wir einfach so am Ende G-Level waren, wo wir auch gemerkt haben, oh, wir bräuchten ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Schlaf, dann könnte es dann noch schöner machen, aber sonst insgesamt hat alles wunderbar funktioniert. Okay, ist doch einfach eine Menge. Also kann man sagen, also ein halbes Jahr war ist schon knapp, also so ein Jahr knapp, Vorlauf ja. Ist wahrscheinlich so ja, optimal. Also ein halbes Jahr, wenn man es Vollzeit machen kann. Also es gab auch eine Teilnehmerin, die Irmgard zum Beispiel, die hat das glaube ich in ein oder zwei Monaten gemacht oder sowas, aber ist auch so eine echte Powerfrau, die dann wirklich Nachtsessions da durchgearbeitet hat und so, aber sonst, wenn das jemand machen will, dann würde ich ihm auf alle Fälle 6 Monate empfehlen als Vorlaufzeit. Kommt natürlich immer darauf an, wie viele Referenten man hat, aber meistens ist ja so ein Online-Kongress so zwischen 20 und 30 Referenten. Und wird dann über einen Zeitraum von 5 bis 10 Tagen ausgestrahlt. Man hat dann jeden Tag ja dann Interviews, die für 24 Stunden freigeschaltet werden. Und die kann man sich dann eben kostenlos ansehen. Und wenn man dann eben die Kongressveranstalter unterstützen will oder auch die Interviews sich später nochmal anschauen will, dann kann man eben die Interviews im Paket kaufen.
Und da haben wir eben auch mehrere Preise dann gemacht, dass halt für jeden was dabei ist oder auch zum Beispiel noch ein entsprechender Bonusmaterial haben wir auch von den Kongressveranstaltern bekommen. Da haben wir insgesamt 15 Videos von den eigenen Kongressen von denen mitbekommen, was wir eben dann auch noch den Zuschauern dann eben mit verkaufen können sozusagen. Dann. Genau. Sehr schön. Wow. Schön. Und ich habe manche in 2 Tagen organisiert, wo die sich alle selber geholfen haben, die Wirbelsäule-Konferenz auf Italienisch. Schön, so viel Zeit zu haben. Ne? Jetzt, wenn man ins Tun kommt, wenn man Schritte macht, ist natürlich das große Thema, was ich erfahren habe, weil wir haben schon viele TV-Sender interviewt oder uns gegenseitig interviewt. Jeder macht es anders. Ne? So, ihr habt den Vorteil, dass ihr schon Ergänzung seid in eurer Beziehung. Ne? So spürt man das, ist wirklich optimal. Ne? Und jeder würde das anders machen und manchmal über ein Thema unterschiedliche Referenten würden das auch anders machen. Also manche sagen so, andere sagen das Gegenteil. Wie geht ihr damit um? Könnt ihr das einfach akzeptieren oder habt ihr Vorstellung, wie etwas sein soll oder geht ihr da in die Hingabe, dass jeder ein anderes Sichtweise hat oder erkennt ihr die Ergänzung, wie geht ihr damit um? Ja, uns war das eigentlich gar nicht so bewusst zu Beginn eigentlich von den Interviews. Das kam dann eher auch oft so als Rückmeldung auch von den Interviewpartnern eigentlich direkt, dass sie das so gemerkt haben, dass es einfach sehr gut war. Also praktisch die männliche, die bisschen logische Komponente und dann die weibliche intuitive Komponente, wobei ich jetzt ja nicht sagen würde, dass ich nicht empathisch und intuitiv handeln kann, aber klar, es ist ein Stück weit einfach, dass zum Beispiel auch Frauen einen eher zum Beispiel zu spirituelleren Themen zum Beispiel auch führen. Da habe ich auch ganz viel schon geführt, dass oftmals die Männer da eher skeptisch sind und oftmals eher dann zum Beispiel die Frau einen dahin bringt und auch dann halt bekennt, ja zum Beispiel jetzt wirklich halt komplett die Karriere und Geld verdienen und sowas, das ist nicht alles, sondern man sollte aber die Zeit ein Stück weit sinnvoll nutzen. Aber von uns, vom Interview her, generell denke ich mal, dass jemand ein Interview führt und einen Online-Kongress durchführt, das kann auf alle Fälle jeder machen. Ja? Also wenn man die Technik hat und alles, die Frage ist eben nur, wenn es eben nicht das Herzensprojekt ist, sondern es wirklich Spaß macht und wirklich man selber authentisch dabei ist. Also ich könnte jetzt sagen, ich mache einen Kongress, mache einen Anfang und mache aber schon 10 Jahre irgendein Online-Business oder sowas oder stand schon irgendwie x-mal vor der Kamera und dann tue ich so, ich fange gerade erst an. Aber ich denke mal, bei uns sieht man auch extrem durch den einzelnen Videos auch unsere Entwicklung. Ja, am Anfang bin ich noch so gesprungen. Auch klar halt sozusagen so einfach von der Aussprache oder von der Körpersprache war das natürlich noch was ganz anderes. Aber generell, klar, es kann jeder machen, aber ich denke mal, es ist auch einfach die Leidenschaft ist einfach notwendig dafür. Ja. Die braucht man auf jeden Fall auch, um durchzuhalten, um da dran zu bleiben und nicht nur die Anfänge zu machen. Weil es ist natürlich oft so, man hat die Anfangseuphorie, ja, man spürt, oh, das ist ein tolles Projekt und dann lässt bei vielen ganz stark nach, ja. Da haben sie keine Lust mehr, sagen, oh, die anderen können es besser. Und das ist natürlich schon ein Punkt, den man jetzt so gerade vielleicht merkt in dieser ganzen Branche. Es geht darum, dass man wirklich kooperativ arbeitet, dass es ein Miteinander ist. Also wir haben da extrem schöne Erfahrungen jetzt gemacht. Wir wissen aber auch, es geht auch anders leider. Ja, dass halt doch immer noch viele schauen, wo haben sie ihren Profit und dass sie eben nur nehmen wollen. Wir sagen immer, geht einfach um Umgeben, ja, und alles andere kommt dann schon. Also es ist schon ein Geben und Nehmen oder ein Win-Win, wie man so schön sagt eben. Deswegen gibt es ja auch diese Partnerprogramme mit Affiliate-Links zum Beispiel. Aber insgesamt von der Kommunikation her, ja, haben wir da einfach tolle Sachen erlebt und das ist auch so, was uns eben da weiter motiviert, weiterzumachen. Das wäre alles auch sehr, sehr schnell. Das wäre gerade meine Frage gewesen, ob es da denn schon Ideen oder Motivationen gibt, wie es dann weitergeht. Ja, auf alle Fälle. Also wenn man so Gas gegeben hat, da gibt es eigentlich gar keinen Weg zurück oder so. Geht es auf alle Fälle uns so. Also ja.
Es ist auch kein offenes Geheimnis, weil Magdalena hat ihren Job gekündigt. Genau. Ich gehe jetzt am 01.01. in Teilzeit, also dass ich noch mehr eben auf die Projekte konzentrieren kann. Und wir wollen auf alle Fälle, also es gibt jetzt noch keinen Plan, direkt einen weiteren Online-Kongress zu machen, wobei da auch schon viele Ideen gibt. Aber wir werden eben unser Portal komacher.com weiter betreiben und dort weitere Interviews dann auch zu dem Thema Content-Macher veröffentlichen. Also Leute, die im Online-Bereich tätig sind, die eben Videos oder Podcasts oder auch Blogs entsprechend produzieren und werden dann auch noch verstärkt in die Richtung gehen, dass wir Paare interviewen, die im Bereich Online tätig sind und wollen da auch zukünftig dann eben ja, spezialisieren, dass wir, weil wir einfach, ja, kann man so selbstlos sein, sagen, wir ergänzen uns da top und haben einfach das Glück, da auch das zusammen durchführen zu können. Und da das wollen wir anderen beibringen oder auch teilhaben, dass wir denen eben auch das ermöglichen, wenn sie einen Wunsch haben, zusammen ein Geschäft zu haben. Das muss jetzt nicht zwingend ein Online-Kongress zu sein, dass wir die da unterstützen. Genau, das ist so der Punkt, dass wir Menschen da eben begleiten wollen auf ihrem Weg, weil wir selber ja natürlich merken, es ist unglaublich schwer, man fühlt sich da einfach auch ganz schnell alleine und dass man eben damit auf den Weg geben kann, man ist da nicht alleine, es gibt gerade eine riesen Bewegung und von Menschen, die auch andere unterstützen wollen und wir wollen eben dieses Vernetzen auch und Verbindende mit dazu bringen, auf jeden Fall langfristig. Ja. Ja, interessant, schön. Also es ist wichtig schon, dass man das, was man tut, ist das, was einem interessiert. Ne? Ja. Ja. Das konnte ich auch ganz. Ja, das war für mich auch immer so. Ne? Ja, immer absolut. Die Themen, die gerade, wo ich gerade mit reinwachsen kann. Im Moment machen wir viel immer Nullpunkt und Beziehungskörper, Beziehungsebene. Ne? Weil im Moment geht vieles auseinander oder kommt richtig zusammen. Okay, jetzt kennt ihr uns vielleicht, einen Einblick geben, welche, vielleicht ein paar Beispiele, welche Referenten und welche Themen sie haben, sodass wir ein bisschen, worum geht's dann? Ne? Ja. Ja. Fängst du an, ich mach mal weiter. Ja, okay. Also wir haben es ja aufgeteilt nach gesund und glücklich, weil wir eben viele Leute im Bereich Gesundheit und Ernährung hatten, aber eben auch mit Themen, die wirklich halt die Leuten letztendlich ein glückliches Leben bescheren. Und beim Bereich Gesundheit hatten wir eben zum Beispiel den Gesundheitskongress, aber auch den Frauengesundheitskongress. Dann hatten wir auch noch Themen wie Weltrohkosttag, ja, oder den vegane Selbstversorgung. Oder Iss dich frei, das war auch ein Thema von Amelie und Tobias, die eben so aus ihrer persönlichen Leidensgeschichte, was sie essen konnten, was nicht, eben auch den Leuten mitgeteilt haben, über ihre Referenten, wie man eben wirklich durch gesunde Ernährung auch zum Beispiel Allergien loswerden kann. Mhm. Und die Leute haben eben alle über diese unterschiedlichen Themen ja ihre Kongresse gemacht. Und vielleicht noch Claire noch ergänzend zu glücklich. Ja, ich sage nochmal zu glücklich, unsere Glücklichmacher. Da haben wir auf jeden Fall den Adrian vom eben Selbstbewusstseinskongress, den ich vorhin erwähnt habe. Oder auch von der Yoga-Konferenz, was auch ein sehr wichtiges Thema ist. Da haben wir eben gleich zwei Veranstalter interviewt. Oder wir haben sonst auch noch die Mama-Heldin für alle Frauen, die eben Mama-Heldinnen sind oder auch dies werden wollen oder einfach Frauen, die wieder in ihre volle Kraft kommen wollen. Dann haben wir noch wieder Kind sein. Genau, wieder Kind sein mit der Christina. Genau. Die hat auch einen Fülle-Kongress gemacht, genau. Der allerdings jetzt bei uns noch nicht mehr reingepasst hat. Ja, deine Achtsamkeit war noch vom Rebell. Der lief jetzt schon vorgestern, ja. Genau. Und wobei man natürlich immer, das hatten wir auch im Vorfeld, so natürlich so ein bisschen, sage ich jetzt mal, das Problem, das zu vermitteln, dass wir mit den Leuten jetzt nicht direkt über die einzelnen Themen sprechen, sondern dass wir natürlich über die Themen ja, anhand des Beispiels eines Online-Kongresses sprechen, wie man ins Handeln kommt. Mhm. Wobei natürlich schon teilweise die einzelnen Themen Achtsamkeit oder Gesundheit
Wir hatten zum Beispiel noch Bluthochdruck mit dabei, da hatten wir noch 100 Jahre werden Kongress. Oder auch Kindergesundheit. Genau, Kindergesundheit. Oder Bildungskongress hatten wir auch. Bildungskongress, dann Awesome People Konferenz von Robert Gladitz. Der ist jetzt eher was für die Jüngeren. Auch so ein spezielles Format hat, wo er wirklich Online-Unternehmer interviewt hat und der auch wirklich live mit den Leuten gesprochen hat. Dann am letzten Tag haben wir noch ein Zusatzinterview, das haben wir mit Michael Botta geführt. Der hat den Reichtumskongress veranstaltet und da waren wir auch, bislang haben wir die Interviews ja immer so über Skype oder Zoom aufgenommen und da waren wir dann eben einen Tag für 2 Stunden mal in einem Raum und da hat er uns interviewt und wir haben ihn dann interviewt, dass wir eben 2 Interviews haben, die wir dann am letzten Tag, also am Zusatztag nochmal ausstrahlen, was dann eben auch nochmal ein anderes Format wiedergibt, weil es eben uns beiden auch wichtig ist, dass wir eben sagen, wir machen den Anfang auch in unterschiedlichen Bereichen. Also, dass man auch mal, wir planen jetzt nochmal ein Webinar, dass die Leute uns da auch ein Webinar sehen können. Oder eben im Vorgespräch hatten wir auch ganz kurz schon Facebook Live, das wollen wir auch mal ausprobieren, dass die Leute auch sehen, immer authentisch, wir machen den Anfang mit Punkten und das können die anderen Leute genauso. Das heißt, das wollen wir auch echt langfristig so behalten, dass wir wirklich in allen verschiedenen Bereichen Anfang machen und authentisch eben sind, das wollte ich noch gerade ergänzen, dass wir einfach wirklich da uns auch trauen. Das heißt, ihr habt diese unterschiedlichen Themen, unterschiedliche Leute, wirklich total unterschiedlich, aber das tragende Thema ist, wie die Leute ins Machen gekommen sind und wie sie diese Schritte machen. Das ist, was das ganze Kongress, die Linie des Kongresses, was hier einfach die tragende Energie ist. Ne? Ja. Schön. Schön. Das ist und eben, wie man toll, auch top. Und wie man eben aussteigen kann aus diesem alten System, alten Modell. Da habe ich jetzt auch eben den Anfang gemacht, dass ich eben aus dem Angestellten-Dasein wirklich auch rausgehe, ganz bewusst, dass es unsere Entscheidung war, dass wir Vollgas in das Online-Business, in diese Ebene gehen, weil es einfach nicht sinnvoll ist, langfristig da zweigleisig zu fahren, weil man will die ganze Energie in eine Sache stecken, weil nur dann kann man mit dem Herzen so richtig dabei sein. Ist auch mutig, ne? Also genau, macht auch anderen, also macht die anderen, also mutiger Schritt und macht auch anderen damit Mut. So kann es gehen. Naja, das ist schon die wichtigste Energie. Also für mich ist oft ein Thema, im Grunde genommen, meine Beratungen sind einfach auch so, das Heilprinzip ist, wenn du gibst, was du zurückhältst. Ne? Und viele Leute wollen lieber zurückhalten, dadurch werden sie krank oder kommen die Probleme. Wurden sie geben, was sie zurückhalten, das ist für mich der Heilungsprinzip. Ne? Und deswegen ist das mein Thema seit lang und deswegen freue ich mich sehr, auch über diese ganzen Details einfach zu sehen, wie so viele Menschen diesen Sprung machen. Ne? Weil ich habe schon, was weiß ich, ein paar tausend Referenten schon interviewt und viele haben gesagt, ich war auf Rollstuhl oder so, so wie oder ich hatte einen Unfall und dann bin ich ins Tun gekommen, dann habe ich etwas erkannt in mir und durch diesen Unfall, durch diese Krankheit bin ich jetzt Meister. Nicht etwas, was so gekommen ist. Deswegen ist für mich das Thema einer der wichtigsten Themen und bin begeistert, einfach diese Facetten, die ihr entdeckt oder uns bringt, dann auch kennenzulernen. Ne? Durch die viele Leute zu lernen davon, ist für mich eine gute Schule, auch für mich, weil, wie gesagt, ist nicht so einfach. Ihr habt gleich die Leute angesprochen, die das tun, aber eben, ich mache das auch in meiner therapeutischen Arbeit, ist für mich das, was ich am meisten lernen möchte, ne? Wie dieser Sprung einfach auch da ist. Ne? Ja. Ja, ich kann dir auch ganz oder auch den Zuschauern ganz, ganz offen ehrlich auch sagen, bei mir gab es auch einfach so innerlich diesen Punkt, da ging es jetzt auch nicht mehr anders. Und die Zeit war also einfach genau reif. Ich habe jetzt nicht von heute auf morgen die Entscheidung getroffen, zum Beispiel aus dem Arbeitsverhältnis rauszugehen, was mich langfristig krank macht, weil es gab schon mal einen Zeitpunkt, da ging es mir einfach schon sehr schlecht und ich war einfach schon jahrelang auf der Suche, was ist denn in mir drin, was ist das eigentliche Potenzial? Und ich denke, damit beschäftigen
beschäftigen sich sehr, sehr, sehr viele, auch Zuschauer, die das eben gerade sehen. Da will ich sie auch ermutigen, da dran zu bleiben. Und diese innere Stimme, die vielleicht am Anfang nur so ganz leise ist und so mit Impulsen sich zeigt, da ein bisschen Gehör zu geben, und dann wird das schon stärker. Und dann ist die Entscheidung nicht mehr so stark, irgendwann dann wirklich ins Tun zu kommen. Genau. Und vor allem gerade eben auch vom Potenzial her. Also da habe ich auch das letzte Mal eben, ich weiß gar nicht genau wo, nochmal gehört, dass es eigentlich auch ein Grundbedürfnis ist, sein Potenzial zu leben. Also ich finde immer auch Potenzial immer ein bisschen schwierig, den Begriff. Da denkt man immer gleich an so High Potential, also wirklich diese Hochflieger, die eben komplett irgendwie alles können. Aber ich glaube, das ist ein Grundbedürfnis vom, das hat auch, glaube ich, der Maslow, von der Maslow-Lebenspyramide noch dazu gesagt, dass es auch wichtig ist, von einem Menschen das Gefühl zu haben, das, was in ihm steckt, auch ausleben zu können. Und wenn man eben ständig irgendwie das Gefühl hat, ah ja, ich mache zwar einen Job und es passt zwar, aber irgendwie steckt noch mehr in mir drinnen, dann wird man da langfristig nicht glücklich. Ja, das ist überhaupt das für mich auch. Man kommt auf diese Erde, man hat eine Aufgabe, und wenn man diese Aufgabe nicht erfüllt und dann stirbt, ist es nicht so gut. Ne? Kurz vor dem Sterben erkennt man, ich habe es verpasst. Ne? Und, ja, und dazu vielleicht ganz passend noch ganz ein wichtiger Satz, nämlich den wir jetzt so oft gehört haben in Interviews mit den Experten oder auch Büchern zu lesen natürlich. Man bereut im Alter dann wirklich immer nur das, was man nicht versucht hat. Ja, was man nicht gemacht hat. Genau. Weil man die Entscheidung eben nicht getroffen hat. Also ja. bei dem ins Handeln kommen, es geht ja ganz stark um Entscheidungen. Also dass ich wirklich sage, ja, mache ich das oder mache ich es nicht? Und wenn ich ganz vielen Fällen, wo ich gesagt habe, nee, das mache ich nicht, wenn ich damals in vielen Fällen gesagt hätte, ja, ich mache das, dann hätte sich das viele Sachen einfach, ja, wäre aktiver das Leben da gewesen. Ja, eben, und viele Fragen dann, wenn ich hier meine, auch Gesundheitsberater, ja, ich könnte meine Talente oder Kompetenzen einsetzen, das ist, was ich seit 20 Jahren mache, dann fragen die Leute alle, wie, ne? Also das Wie, das musst du wissen, ne? Denn jeder ist anders, aber die wollen im Voraus wissen, wie es ist, aber ich denke, ihr zeigt, dass im Leben diese Momente kommen, wo einfach diese Entscheidung zu treffen, man trifft die Entscheidung und das Wie kommt danach. Ne? Ja, genau so ist es auch. Und man kann nicht alles planen. Also unser Weg ist jetzt auch extrem, also wir sind normalerweise immer stark planerisch unterwegs. Ja? Also das Intuitive, jetzt im Moment zu leben, fiel uns vor einem Jahr noch sehr, sehr schwer. Aber wir haben es wirklich gemerkt, das ganze Projekt lebt so von diesem, es passiert einfach alles. Also eins ergibt das nächste. Und es ist auch die Zeit, die einfach so da ist. Ich denke mal, es geht auch ganz vielen ist gerade so. Ja, vor allem, also wie ich das sehe, die Magnetfelder verändern sich. Viele Strukturen brechen auseinander, auch Beziehungen. Und man kann jetzt nicht mehr, man kommt nicht mehr drum rum, als einfach in Bewegung zu kommen. Denn wenn man sich nicht bewegt, geht man rückwärts. Also wenn man die Entscheidung, wenn man nicht ins Tun kommt, das eigene individuelle Aufgabe oder das eigene individuelles Tun, dann wird jetzt immer größer das Loch, in dem man reinfallen kann. Also Schöpferkraft ist für jeder Mensch, nicht nur für wenige Buddhas oder so. Jetzt ist jeder ist gefordert, die eigene individuelle Schöpferkraft zu leben. Ich glaube, die Erde erlaubt es nicht mehr anders. Deswegen ist absolut das große Thema für mich. Ne? Und vor allem sind wir jetzt heutzutage ja eben in dieser Konsumgesellschaft. Ja? Also die Leute denken, dadurch, dass sie halt was kaufen, letztendlich, dass sie irgendwie aktiv sind. Aber das ist ja nicht das Aktive. Ja? Da tun sie nur quasi ein Stück weit irgendwie sich selbst belügen. Ja, ich kaufe das, da bin ich aktiv, habe was getan und was gemacht. Aber im Grunde genommen geht es ja da vielmehr darum, nicht zu konsumieren, sondern selber was zu produzieren, also selber was Wert auf die Welt beizutragen. Ja, viele denken, dass sie wissen durch das Lesen oder so, aber sie können dann nicht. Ne? Das ist eine große Falle, zu sagen, ich weiß, aber selbst kann ich das dann nicht tun. Ja, das ist eine große Falle. Ja, ist ein großes Thema, ja.
Also auf alle Fälle wissen dann halt, das kann ich doch nicht tun, weil eben viele auch denken, ja, es will doch keiner sehen und das machen schon andere und das interessiert doch keinen und was kann ich da schon dazu beisteuern? Aber das ist eben auch das Erkennen, dass jeder einfach individuell seine eigenen Stärken hat und man dann auch schon entsprechend die Leute findet, die man weiterbringen kann. Ergänzend dazu wollte ich auch noch sagen, weil das war ganz, ganz lang für mich ein Thema, ein Riesenproblem, dass ich mich immer mit anderen Menschen vergleichen wollte, ja, oder diesen Vergleich permanent gemacht habe. Und auch am Anfang von so einem Kongress habe ich dann immer gedacht, oh, sind wir so gut wie die anderen auch? Können wir das überhaupt so gut? Und dann habe ich so einen schönen Satz immer wieder auch mal gelesen, Vergleich ist der Anfang von Unglücklichsein. Und wir wollen auch glücklich sein. Also, du bist individuell und wenn man es macht sein eigenes und hat die eigene, die eigene Note da drin. Ja. In dem, was man macht, wie man es macht, ja. Das würde sonst fehlen, sonst wäre es langweilig irgendwie auch, ja. Ja, ich sage einfach, Konkurrenz ist die Abwesenheit von Kompetenz. Auch gut, ja, merkt man das jetzt, oder? Ich schaffe schnell mit, Moment. Deswegen, Vergleichen ist die Abwesenheit von Eigenartigkeit, ne? Und die beiden, es wäre auch ein Thema wert, weil oft viele, ich habe das schon gesehen, auch in der Szene, viele sind so, aber dann gehen doch in die Konkurrenz, was eigentlich, man könnte den Weg gehen, oh, ich habe diesen Aspekt entwickelt, ne? Der andere hat diesen Aspekt entwickelt und alle sind wertvoll, aber diese Konkurrenz ist ein bisschen, schläft ein bisschen, aber ist doch oft sichtbar, ne? In manchen Momenten. Ne? Und deswegen, ich denke, dass ihr durch den Kongress einfach unterstreicht immer die Einmaligkeit der Person, die das über das Kinderkongress oder über das Ernährung, über dass es jeder es anders kann und macht, dass es dadurch jeder schon seine Spezialisierung findet. Und so ist es richtig, die Einmaligkeit des Einzelnen zu unterstreichen, ist das auch ein Beitrag ins Tun kommen, aber von Tier aus und nicht so, wie der oder die das machen. Ne? Ja. Schön. Also ich finde halt vor allem halt auch ein Online-Kongress so ein gutes Beispiel dafür, eben für eine neue Form der Zusammenarbeit, dass man halt wirklich hat den Online-Kongress-Veranstalter, entsprechend die Experten, die Zuschauer, gegebenenfalls auch noch die Coaches, die da mit einfließen und die letztendlich immer alle ein Stück weit davon profitieren. Ja, ich als Teilnehmer profitiere einfach von dem Wissen, was ich ja auch kostenlos bekommen kann. Kann es mir so einrichten, dass ich dann immer die Interviews mir anschauen kann und kann dann aber auch wirklich dadurch mein Themengebiet mich weiterentwickeln. Und als Anmerkung noch dazu, auch wenn es jetzt vielleicht nochmal ein Kindergesundheitskongress gäbe oder sowas. Oder es gab zum Beispiel auch von der Swantje einen Online-Kongress schon über Online-Kongresse, wobei da eben mehr der Schwerpunkt war, wie veranstalte ich einen Online-Kongress. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel auch ein Thema zum Thema Gesundheit machen würden, dann wäre das halt einfach nochmal anders. Also soll ja auch keinen daran hindern, nochmal zum gleichen Thema gegebenenfalls was zu machen, weil man durch die individuelle Note und dann auch vielleicht nochmal andere Gäste, es wird nie das genaue gleiche Event nochmal geben. Mhm. Ja, genau. Sehr schön. Mhm. Und ihr wächst immer, ne? Jedes Mal, ja, ihr jemand sei, werdet ihr glücklicher oder ergänzender. Ja, und man kann ja auch nichts verlieren, sondern nur gewinnen. Und die ganzen Erfahrungen, die man da auch macht, sind einfach so wertvoll. Mhm. Genau. Jetzt nochmal zum Kongress selber. Es hat ja schon gestartet, sozusagen. Ja, also ist jetzt wichtig nochmal für alle auch zu wissen, also genau, vielleicht jetzt davon noch nichts gehört haben, gelesen haben oder gibt es die Möglichkeit, noch dabei zu sein, sich anzumelden? Ja, also der ist jetzt am 27. Dezember gestartet und läuft in der insgesamt 10 Tage, also 5 Tage im alten Jahr und 5 Tage im neuen Jahr. Und wird praktisch noch bis zum 5. Januar laufen, wobei wir dann eben ja auch schon noch Zusatzinterviews haben werden am 6. Januar. Also es gibt noch genügend Interviews für die Leute zu sehen und man kann sich einfach auf macher2016.com
anmelden mit seiner E-Mail-Adresse und dem Vornamen und dann kriegt man alle Informationen zugeschickt und kann sich dann eben über einen Link dann bei uns im Kongressraum bei Pomacher einloggen und kann dann eben jeweils die Interviews, die freigeschaltet sind, anschauen. Genau, also heute zum Beispiel läuft noch der Selbstbewusstsein-Kongress vom Adrian und vom Dominik, der zum vegane Selbstversorgung. Ah, okay. Und morgen genau. Hat er gleich schon die Mama-Heldin Angebot und noch ein Pärchen, die sich mit der ganzheitlichen Frauengesundheit beschäftigen. Genau, Antje und Ronny. Ja. Ah, schön. Also das heißt, genau, und alle, die verpasst worden sind, macht nichts, gibt es ja immer dann noch die Möglichkeit, sich da einfach dieses Paket zu bestellen. Genau. Also da kriegt man dann eben alle Interviews nochmal, kann man sich runterladen, kann man sich anschauen. Oder wir haben eben dann auch eben dieses Co-Macher-Portal, wenn man das Pro Edition kauft, dann kann man eben auch kostenlos in den nächsten Monaten weitere Videos anschauen. Und das hatte ich vorhin noch vergessen zu sagen, um ein bisschen Werbung zu machen. Wir haben auch noch die sozusagen eine Edition, die Premium Edition. Da bieten wir dann für 5 Leute auch einen 5-wöchigen Kurs an, wie man wirklich einen Blog erstellt, wie man auch dann das alles einrichtet technisch und auch die Texte dazu schreibt und dazu noch 2 Stunden individuelle Beratung von uns. Und das ist dann wirklich für die Leute, die sagen, ja, ich habe jetzt schon so lange überlegt, ich möchte den Schritt machen, die wir dann eben individuell begleiten, dann wirklich halt ins Handeln zu kommen. Schön. Es entstand dadurch, weil wir uns halt auch gewünscht hätten, wir hätten so jemanden gehabt, der uns gerade am Anfang, ja, wenn man so diesen ersten Schritt macht, da nochmal so einen richtigen Schub gibt, ja, und richtig sagt und hinter einem steht, ja, das geht so und so und so. Also so richtig individuell und persönlich soll das Ganze werden. Und das einfach als Vorbereitung dann vielleicht halt auch, wenn man vorhat, einen eigenen Online-Kongress zu machen oder möchte einfach Experte auf dem Gebiet sein oder möchte Produkte anbieten, digitale. Es empfiehlt sich halt immer sehr stark, mit einem Blog zu starten, weil man da einfach die ganzen Infos, die man hat, eben den Leuten sehr viel geben kann. Kann dann eben auch schon Kontakte aufbauen, kann schon welche E-Mail-Adressen dann eben verwalten. Und muss es nicht, also so die Hardcore-Variante machen, wie wir es gemacht haben, die ja wirklich 0 Kontakte hatten und dann eben so jetzt gestartet sind. Und wir hatten jetzt schon 1800 Teilnehmer beim Kongress, die jetzt schon angemeldet waren. Sehr schön. Ja, dafür, wahrscheinlich sollte das so sein, damit ihr das dann schulen könnt, ne? Also ihr musstet durch diese Phase selbst durch. Ja, richtig. Ja, da hast du recht, weil man gibt ja am besten das weiter, was man selber auch eben, wo man durch ist, da ist man nur am besten drin. Genau, war eure Schulung, ja. Eben, die Webseite ist immer unter einem Film oder da, wo das gesehen wird, sind auch die Webseiten, das heißt, ich habe das jetzt in den Chat reingeschrieben. Wenn in den Chat jemand Fragen hat, wir sind im Moment live, viele schauen das eben danach. Und welche und die Webseiten, die interessant dafür sind, die werden wir da alle unter dem Video einfügen, also immer auf die Beschreibung schauen. Und da sind alle Linke, die euch interessieren könnt. Deswegen braucht ihr euch jetzt nichts aufzuschreiben. Schön. Ja. Aber ihr seid schon die Manifestation dessen. Das spürt man. Das freut mich sehr. Ja. Ja, war eine sehr gute Entscheidung. Also wir schon vorhin das Thema hatten, eine Entscheidung. Mhm. Klar, manchmal spürt man erst hinterher, wie gut die Entscheidung war. Mhm. Aber damit ich diese gute Entscheidung spüren kann, muss ich sie eben erstmal getroffen haben. Ja, dann euer Strahlen ist willkommen und ist göttlich. Ansteckend. Und, wir freuen uns, wenn wir dann noch durch den Kongress eben mehr Leute ins Handeln bringen. Und wir geben uns auch Mühe, dass wir sozusagen da auch eine Community haben. Es gibt halt auch eine Facebook-Gruppe. Man kann auch Kommentare dann eben auf dem Video selber hinterlassen oder uns auch dann halt ein Feedback schreiben. Versuchen wir dann das entsprechend auch zu beantworten. Auch wenn jemand sagt, ich möchte jetzt da losstarten, dann können wir da auch eine gewisse Hilfestellung geben. Oder eben, wie gesagt, am besten in der Facebook-Gruppe, macht den Anfang.
Da kann man dann eben aufgenommen werden und sich mit anderen vernetzen, die dann eben auch starten wollen. Ja, und da ist der erste Anfang natürlich auch der, dass man wirklich sich traut, sichtbar zu werden, da wirklich auch ein Zeichen setzt. Und das wünschen wir uns auch, dass diese Menschen da einfach wirklich authentisch auch wirklich schreiben, was sie sich wünschen oder womit sie ihre Anfänge machen. Das darf ruhig wirklich alles auch persönlich sein, weil darum geht's ja. Ja, viele, ich kenne das durch die Jahre, viele hatten Panik, dass man gesehen wird. Und für mich war schon so, die Welt verändert sich, was die NSA kann, dass wir alle gesehen werden, dass wenn wir uns alle zeigen und jeder die eigene Impulse gibt, dann hört das Ganze auf. Also diese Missbrauchsebene oder Kriege oder so auf der Welt ist, weil so viele Leute sich zurückhalten in ihre authentische Schöpferkraft. Ne? Mhm. Und deswegen ist für mich ja, das Thema ganz wichtig. Schön. Habt ihr noch etwas zu eurem Glück zu sagen? Hast du vielleicht noch keinen Raum hatte? Dass wir hier diesen Raum eben hatten, dass wir mit euch jetzt sprechen durften und hoffen, dass wir wirklich viele Zuschauer da inspirieren können oder motivieren können, auch ihren eigenen Weg zu gehen und wirklich das zu spüren und einfach loszulegen. Einfach anfangen. Genau, und vor allem eben auch, wenn man sich mit einem gewissen Thema beschäftigt, eben dann irgendwann mal zu sagen, nee, jetzt stopp, jetzt habe ich schon genügend darüber gelesen und Informationen bekommen, sondern eben einfach mal sagt, so, jetzt mache ich mal was damit. Und nimmt sich eine Sache raus, gerade jetzt in der Zeit, zum Jahreswechsel ist es immer sehr gut, dass man sagt, jetzt ab 2017 nehme ich eine Sache, die ich schon immer machen wollte und damit fange ich jetzt an. Mach den Anfang. Stimmt, Dankeschön. Das passt genau. Ja. Sehr gut. Deswegen haben wir auch im Kongress ja einen Zeitraum gelegt. Genau, und heute auch noch Neumond, passt nochmal dazu. Ah, okay. So, für Neubeginn. Stimmt, ja. Okay, technisch ist also die Aufzeichnung, kann man gleich in 2-3 Minuten in JTV/TV gleich die Wiederholung sehen. Die anderen werden in unsere Seiten in YouTube in 2 Formate. Eins ist, dass man euch auch groß sieht, das andere ist mit der Kamera. Und ihr könnt das alle sehen, weiterleiten, im Facebook bekannt machen. Diese Glücksenergie darf man nicht zurückhalten. Und natürlich da herunterladen und freuen wir uns, dass wir heute ja auch dazu beitragen konnten. Ne? Ja, hat mich auch gefreut, dann. Ja, einfach so ganz individuell einen Bezug dazu zu bekommen. Wer steckt dahinter und wie fühlen die sich an und so, ne? Und einfach die Infos dazu mit eurer Ausstrahlung fand ich sehr schön. Dankeschön. Dann machen wir eins über glückliche Paare, ja, gemeinsam. Ja, sehr gut. Ja, machen wir das. Ja, wir haben ja eben auch das vor, weiter Paare zu interviewen und vielleicht können wir uns ja mal revanchieren, dass wir dann euch zu eurem Anfängen mal interviewen können. Oh, okay, ja, gerne. Das ist auch interessant. Ja. Okay. Ja, schön. Das wäre toll. Ja, okay. Schön. Gut, Dankeschön und ein gesegneter Abend noch. Toi, 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 für alles, ja. Danke. Wunderbar. Gerne. Danke. Tschüss. Tschüss. Danke. Ciao. Ja, die Wiederholung startet vielleicht gleich.